Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute gibt es mal wieder eine Ausgabe der 5 Minuten RAW Challenge in Lightroom. Ihr habt also die Möglichkeit, mir eure RAW-Dateien zuzuschicken und ich habe dann 5 Minuten Zeit, diese Bilder zu bearbeiten. Ich habe sie vorher noch nicht wirklich gesehen und ich darf auch nur Lightroom benutzen. Das Ganze ist natürlich ein bisschen mehr Unterhaltung, als dass es wirklich ernsthafte Bildbearbeitung ist, weil natürlich muss man für eine ernsthafte Bildbearbeitung mehr als 5 Minuten aufbringen. Das sei nur an dem Anfang gesagt, aber es ist für mich immer so eine kleine Herausforderung, in 5 Minuten doch das Bestmögliche herauszuholen. Ich hoffe, du hast auch eine Menge Spaß dabei und vielleicht kannst du das ein oder andere sogar noch aus der Bearbeitung herausziehen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen, falls du das noch nicht tust. Stefan Schäfer 90 heiße ich dort und ich würde mich freuen, dich auch dort wieder zu sehen, denn dort poste ich auch wieder aktuell ein paar neue Fotos von dem Corona-Berlin, also ohne Touristen, alles leer und es ist wirklich ein richtig cooles Ding für Fotografen aktuell in Städten unterwegs zu sein, weil wirklich sehr wenig los ist und man so ungehindert seine Fotos machen kann von Spots, die normalerweise wirklich sehr, sehr voll sind. Kann ich dir also nur empfehlen. Dazu wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Videos geben, aber jetzt geht es erstmal um die 5 Minuten RAW Challenge und ich würde sagen, wir gehen direkt in Lightroom rein. So, schauen wir uns doch mal das erste Bild an. Ein richtig cooles Foto, wie ich finde. Hier eine schöne Landschaft mit einer Person mit drin. Mag ich ganz besonders gerne. Und das Ganze ja mit einem sehr ausgebrannten Himmel, mehr oder weniger. Aber das macht das Ganze irgendwie auch sehr interessant. Also ich glaube, das wird so ein bisschen in eine moodige Richtung gehen. Ich packe jetzt mal 5 Minuten auf die Uhr und los geht's. Also, das Erste, was ich machen möchte, ist hier die Tiefen so ein ganz kleines bisschen noch aufhellen. Nicht zu viel. Ja, die Lichter dunkel ich noch ein kleines bisschen ab. Ich denke, das Bild mache ich sehr kontrastreich. Und zusätzlich gehe ich mal direkt in die Gradationskurve rein. Werde hier mal die dunklen oder die Schwarztöne sehr stark aufhellen, dafür die Schatten wieder so ein bisschen abdunkeln. Die Mitteltöne mache ich ein bisschen heller. Ja, und die ganz hellen Bildbereiche, die mache ich hier noch ein bisschen dunkler. Vielleicht aber hier so die Lichter, die können auch noch mal ein bisschen heller. Jetzt schauen wir mal. Sieht eigentlich soweit schon ganz gut aus. Ich finde, es ist noch ein bisschen viel Farbe drin. Deswegen werde ich jetzt hier mal die Sättigung insgesamt mal auf minus 10 ungefähr stellen. Von den Weiß- und Schwarzpunkten eigentlich bin ich schon soweit ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich drücke jetzt hier die Alt-Taste dabei, wobei das eigentlich totaler Quatsch ist, weil ich werde niemals hier noch den Schwarzpunkt crashen, weil ich gerade in der Gradationskurve das Ganze angehoben habe. Also das muss man nicht unbedingt machen. So, dann gehe ich als nächstes mal in die HSL-Tabelle rein und werde jetzt hier die Sättigung von den einzelnen Farbwerten mal noch ein bisschen bearbeiten. Ich denke mal, dass ich hier das Grün mal noch so ein bisschen rausnehme von der Sättigung und ich mache es auf jeden Fall auch noch dunkler. Genau das gleiche bei den Gelbtönen. Ja, wobei, die könnten vielleicht sogar, naja, ich packe sie mal in der Luminanz auf minus 10 ungefähr und in der Sättigung packen wir sie auch noch ein Stück weiter runter. Ja, jetzt kommen wir so langsam in dieses Moody-hafte. Das gefällt mir so eigentlich schon ziemlich gut. Ich gehe mal als nächstes in die Kalibrierung rein, weil ich die Primärwerte Blau hier noch so ein bisschen weiter rüberziehen möchte, Richtung, ja, was ist das, Türkis, ja, also hier nach links. Das ist mir jetzt schon fast ein bisschen zu viel. So minus 26 ungefähr, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Die Schatten, die will ich auch noch ein bisschen grün färben. Und dann gehe ich als nächstes in die Teiltonung rein und dann werde ich hier mal die Schatten auch noch weiter einfärben. Diesmal aber kein Grün, sondern eher so ein bisschen Richtung Blau noch. Dadurch wirkt das Ganze noch ein bisschen kühler. Ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Jetzt könnten wir theoretisch in der Kalibrierung hier doch wieder ein Stück weiter noch nach links gehen mit dem Primärwerten Blau. Und so langsam kommen wir hier in einen Bereich, der mir echt gut gefällt. Jetzt werde ich als nächstes mir mal hier den Pinsel nehmen und dann als erstes mal mit gedrückter Optionstaste hier den Effekt komplett rausnehmen, der hier vorher drin war. Ein bisschen Kontrast gebe ich hier rein, ein bisschen Struktur und ein bisschen Klarheit. Ups, der Pinsel ist noch sehr, sehr groß eingestellt. Den mache ich erstmal ein bisschen kleiner. Und dann werde ich jetzt hier mal im Vordergrund das Ganze noch so ein bisschen mit Klarheit versehen. Ja, das ist zu viel, das müssen wir gleich nochmal ein bisschen abschwächen natürlich. Aber ich will den Vordergrund hier noch ein bisschen schärfer bekommen. So, packen wir mal die Klarheit und vor allem auch die Struktur ein bisschen weiter zurück. Kontrast. Ja, den könnten wir fast sogar ein bisschen negativ setzen hier.
Gefällt mir so eigentlich deutlich besser noch. So, dann werde ich als nächstes mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin ja so ein Freund davon geworden, das Dunstinferni so ein bisschen negativ einzusetzen. Kontrast auch ein bisschen negativ und Belichtung so ein kleines Stückchen noch nach oben, dass wir einfach hier im Hintergrund noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Nebel reinbekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier so gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Naja, so wirklich, also eigentlich nicht so wirklich. So ein ganz bisschen packen wir es hier mal rein in den Effekt, weil so ein ganz bisschen finde ich es hier schon ganz cool. Aber es ist jetzt kein Nebel, den wir reinbauen, sondern es ist einfach, dass wir so ein bisschen im Hintergrund ein bisschen mehr Distanz aufbauen. Einfach, dass das Foto ein bisschen dreidimensionaler wird. Und genauso könnten wir jetzt natürlich auch hier noch, mit einer Bereichsmaske würde das nicht funktionieren, aber ich könnte jetzt hier mir noch einen Pinsel nehmen und das Ganze dann hier von der Person ein bisschen wieder runterpinseln. Ah, genau, so. Weil die ist natürlich im Vordergrund, die ist nicht im Hintergrund, von daher muss die natürlich davon ausgenommen sein. Perfekt, das gefällt mir auch schon ganz gut. Vielleicht dunkle ich den Himmel noch so ein kleines bisschen ab. Mal gucken, wie das aussieht. Belichtung ein kleines bisschen noch runtersetzen. Ja, so eine halbe Blendenstufe ungefähr. Gefällt mir auch noch ganz gut. So, dann können wir als nächstes hier noch in die Details reingehen und das Bild noch so ein bisschen nachschärfen. Mit dem Betrag stelle ich mal so auf 90 und mit gedrückter Optionstaste werde ich das Bild jetzt hier oder beziehungsweise die Schärfe wieder so ein bisschen ausmaskieren. Das bedeutet, alles was weiß ist, wird geschärft. Alles was schwarz ist, wird davon ausgenommen. So, das gefällt mir so schon ganz gut. Ich überlege gerade, ob wir hier vielleicht noch so ein kleines bisschen in den Bäumen arbeiten, dass wir hier nochmal so ein bisschen Kontrast rausnehmen, dass wir hier noch so ein paar mehr Details drin haben. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Auf der Seite hier könnten wir das genauso machen. Einfach ein bisschen Kontrast rausnehmen hier an der Stelle und schon haben wir wieder ein paar mehr Details in den Bäumen drin. Und genau jetzt sind die 5 Minuten auch um und ich klicke hier nochmal auf Fertig und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an in der Vorher-Nachher-Ansicht. Also so sah es vorher aus, das haben wir draus gemacht. Ja, ganz cooler Farblook geworden, wie ich finde. Halt sehr viel Kontrast noch mit eingebaut. Das Einzige, was man jetzt vielleicht noch machen könnte, so im Nachgang, wäre das Bild noch so ein bisschen zu beschneiden. Ich gehe jetzt hier mal auf das Freistellen-Werkzeug. Drück mal die Taste L dabei. Damit dunkel ich mal alles drumherum noch so ein bisschen ab. Und jetzt ist mal so die Frage, welche Seite ich eigentlich erstmal schöner finde. Ich würde fast sagen, dass ich die rechte Seite schöner finde. Deswegen werde ich jetzt hier mal von der linken Seite so ein bisschen was wegnehmen. Ich finde auch den Vordergrund, ja, da muss nicht ganz so viel von zu sehen sein. Ja, so gefällt mir das eigentlich schon noch mal ein bisschen besser. Er steht nicht ganz auf der 1/3-Linie jetzt, aber das ist auch nicht wirklich notwendig. Aber ich glaube, dass wir einfach dadurch ein bisschen den Fokus noch mehr auf das eigentliche Objekt, nämlich im Vordergrund die Person und natürlich auch im Hintergrund die Landschaft, ist ganz klar. Aber ich glaube, dass es so einfach ein bisschen cleaner aussieht. Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus soweit. Und dann lass uns doch mal zum nächsten Bild schauen. Hier haben wir jetzt ein Bild, oder habe ich 3 Bilder insgesamt bekommen. Daraus könnte man jetzt theoretisch hier ein HDR machen, wenn man möchte. Und das würde ich doch einfach mal vorschlagen, machen wir doch einfach mal an der Stelle. Ich würde jetzt als erstes mal wieder 5 Minuten auf die Uhr packen und sage, los geht's. Dann blende ich mir mal ganz kurz hier ein. So, diese 3 Bilder sind es. Da werde ich jetzt einmal sagen, hier Zusammenfügen von Fotos zu HDR. Und dann schauen wir mal, was Lightroom uns daraus macht. Es kostet jetzt natürlich so ein kleines bisschen Zeit, muss man fairerweise mal dazu sagen. Ja, automatische Einstellung mache ich nicht, automatisch ausrichten ja. Und ich füge das Bild jetzt einfach mal zusammen. Das dauert tatsächlich auch gar nicht so lange. Also Lightroom ist da relativ schnell geworden, relativ fix geworden. Und jetzt haben wir hier eine neue Datei, eine 32-Bit HDR-DNG-Datei. Und aus der können wir jetzt eine ganze Menge rausziehen noch. Also hier haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, sehr stark hier die Tiefen aufzuhellen. Guck mal, wie viele Informationen wir hier drin haben. Wobei ich dazu sagen muss, ich würde sie nicht zu doll aufhellen. Also so plus 60 ist eigentlich absolutes Maximum. Hier den Himmel, den würde ich auch nicht zu weit abdunkeln. Das sieht eigentlich so schon ziemlich gut aus. Ich ziehe mal die Belichtung noch ein kleines bisschen weiter nach oben. Ja, also es kann ruhig ein bisschen überstrahlen, gerade die Sonne, die kann hier ruhig überstrahlen. Und so, finde ich, ist das Ganze eigentlich schon relativ gut ausbalanciert. Wir gehen mal ein bisschen Kontrast hier wieder mit dazu. Dunst entfernen nehme ich mal so ein bisschen raus. Also minus 15, gefällt mir gut. Klarheit können wir auch mal ins Negative packen hier eher.
Und von dem Weißabgleich gefällt es mir so eigentlich schon ziemlich gut. Also da würde ich gar nicht großartig was ändern. Wir gehen mal als nächstes in die Kamerakalibrierung runter. Ich würde die Schatten mal noch so ein bisschen. Nicht zu doll. Nicht zu doll. Oh, hier muss man sehr doll aufpassen. Okay, packe ich mal so auf plus 1. Reicht vollkommen aus. Und dann die Primärwerte blau. Schieben wir mal noch so ein kleines bisschen weiter rüber. Die Rotwerte. Ja, so ein ganz kleines bisschen hier noch weiter nach rechts. Das gefällt mir auch gut. Und jetzt haben wir hier von der Farbe eigentlich schon ein ziemlich cooles Ergebnis, muss ich sagen. Ich werde mal als nächstes mir den Pinsel nehmen. Mit gedrückter Optionstaste setze ich hier erstmal alles wieder zurück. Ein bisschen Kontrast gebe ich hier an. Ich will jetzt hier vorne den Stein noch so ein bisschen betonen. Ich werde es jetzt wahrscheinlich am Anfang wieder komplett übertreiben. Aber dann kann man zumindest mal sehen, wo man hinmalt. Ja, das gefällt mir schon mal gut hier. Ein bisschen betonen das Ganze noch. Sehr schön. Perfekt. Dann haben wir hier auch den Stein noch so ein bisschen betont. Ich gehe als nächstes mal rein und werde das Bild mal noch kroppen, weil ich eigentlich sieht es schon ziemlich gut aus vom Bildausschnitt. Also der Horizont liegt hier genau auf der 1/3-Linie. Wir können mal gucken, ob so ein ganz kleines bisschen begradigen. So, die Sonne hier in der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir hier nochmal den Baum, der das Ganze so ein bisschen einkesselt. Also eigentlich will ich hier gar nicht viel machen. Ein ganz kleines bisschen. Ja, hier oben der Baum, da weiß ich noch nicht ganz genau, ob mich der stört. Eis. Ah. Bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare posten, ob ihr das hier rausnehmen würdet, hier oben auf der linken Seite, oder drin lassen würdet. Ich werde als nächstes mal das Bild erstmal schärfen noch. Wieder mit gedrückter Optionstaste oder Alt-Taste maskiere ich das Ganze wieder aus. So, hier haben wir noch einen kleinen Sensorfleck, den nehme ich mal noch raus. Zack. Perfekt. Ja, ich glaube, viel mehr würde ich hier in dem Bild gar nicht machen. Vielleicht die Schatten noch so ein kleines bisschen. Hier weiter ins Wärmere ziehen. Die Lichter könnte man mal ausprobieren, was passiert, wenn man die dafür so ein bisschen ins Bläuliche zieht. Ja, das gefällt mir echt gut. Normalerweise mache ich das genau andersrum. Die Lichter mal so ein bisschen kühler und die Schatten, beziehungsweise die Lichter ein bisschen wärmer und die Schatten ein bisschen kühler. Diesmal mache ich es genau andersrum. Und jetzt kann man hier auch noch an dem Abgleich noch so ein bisschen gucken, wie man das Ganze haben möchte. Ich stelle den eher mal so auf plus 20, also ein bisschen positiver hier. Ja, gefällt mir gut. Tief noch ein kleines bisschen mehr aufhellen. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, geben wir dem Ganzen mal doch unter Effekte hier noch so eine kleine Vignette, um das Bild noch so ein bisschen abzurunden. Ah, minus 20. Ich würde hier die Lichter davon mal so ein bisschen ausschließen. Bedeutet an der Stelle, wo es jetzt hier besonders hell ist an dem Bildrand, da wird es dann, wird diese Vignette halt nicht so stark angewendet. Und dadurch bekommen wir einfach ein besseres Ergebnis am Ende. Und gehen wir nochmal schnell in die HSL-Tabelle rein und gucken mal, ob wir hier noch an den Sättigungen so ein bisschen was machen. Also die grünen Töne so ein kleines bisschen noch sättigen, die Gelbtöne, ja. Wobei, das möchte ich echt nicht zu viel machen. Ich werde mal jetzt hier Dunstentfernung noch auf minus 20 packen. Sehr schön. Nee, mit dem Kontrast hier im Positiven, das gefällt mir so gut. Jetzt sind auch die 5 Minuten wieder um. Und wir schauen einfach mal, wo wir hergekommen sind. So sah es vorher aus. Das haben wir daraus gemacht, ja. Also er ist natürlich jetzt ein sehr starker Vorher-Nachher-Effekt, weil hier die Tiefen relativ stark aufgehellt wurden. Im Endeffekt haben wir ja gar nicht so viel gemacht. Aber das ist auch, wie gesagt, gar nicht notwendig. Also nicht in jeder Bildbearbeitung muss man unbedingt immer sehr viel machen. Von daher passt es für mich sehr gut. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Bilder findet, ob ihr was anderes gemacht hättet. Da bin ich für Feedback auf jeden Fall immer offen. Und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an die beiden Fotografen, die mir hier ihre Bilder zur Verfügung gestellt haben. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, Anmerkungen, wie auch immer, schreib's mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich immer über jeden Kommentar. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, ich habe nämlich mal in den Statistiken geguckt, über 50% der Leute, die meine Videos gucken, haben meinen Kanal gar nicht abonniert. Also hol das auf jeden Fall mal schnell nach, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch gerne bei Instagram vorbeischauen. Und falls ihr Lightroom, Photoshop oder Luminar lernen wollt, dann schaut mal bei meinem Online-Store vorbei, denn dort gibt es aktuell nach
nach wie vor 15% Rabatt auf alle Artikel und den Code für die 15%, den blende ich euch auch nochmal hier unten ein. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!